Moin. Heute stelle ich euch einen reiferen, aber auch teureren Vertreter der Insel Eiler vor. Das und mehr gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Whiskyfriesen. Ja, der Whisky, um den es sich heute drehen soll, ist der Lafroig 16 Jahre. Ich habe in einem der vorangegangenen Videos ja schon den 10-jährigen Lafroig vorgestellt. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das Video gerne an, um vielleicht auch einen Einstieg in die Welt von Lafroig zu bekommen. Denn das ist der Klassiker, das ist der Einstieg in die Welt von Laphroaig, für mich zumindest. Es gibt zwar noch den offiziellen, das ist der Select, aber der 10-jährige ist für mich die erste Berührung mit der Brennerei Laphroaig gewesen. Der 16-jährige Laphroaig ist durchaus ein ganzes Stück teurer. Die Flasche liegt bei circa 95 bis 100 Euro. Auf der Webseite von Laphroaig ist auch zusätzlich noch vermerkt, dass der limitiert ist. Sprich, da kann es durchaus dazu kommen, wenn die Chargen weg sind, die jetzt existieren, ja, dass dann die Preise auch ordentlich anziehen werden. Von daher, wer den ins Auge gefasst hat und Interesse generell an der Brennerei hat, der wird wahrscheinlich schon eine Flasche haben. Aber seid auf jeden Fall schnell, dass ihr euch da eine Flasche sichert, bevor die weg sind. Ja, zu Laphroaig selber will ich noch ein paar Worte verlieren, auch wenn ich schon zu der Brennerei im Rahmen des 10-Jährigen schon einiges gesagt habe. Laphroaig, 1815 gegründet, gehört zum Konzern Beam Suntory, also einem der größten Spirituosenkonzerne weltweit. 16 Jahre alt. Die Reifung erfolgte hier in First Fill Ex-Bourbon-Fässern. Das ist auch die einzige Reifung, die er erfahren hat. Also der Whisky war wirklich 16 Jahre in First Fill Ex-Bourbon-Fässern. Was gleich zum nächsten Punkt uns bringt, und zwar ist der diesmal im Gegensatz zum Beispiel dem 10-jährigen nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert, also sehr erfreulich an der Stelle. Da allerdings auch durch die First Fill Fässer immer mehr Farbe dann auch bei rumkommt. Ja, allein dadurch, dass sie eben doch nicht so ausgelaugt sind durch die Zweit- oder Drittbefüllung. Ja, ansonsten hat er auch nicht die standardmäßigen 40, sondern er hat 48 Volumenprozent Alkohol. Auch das ist sehr erfreulich. Dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, ihm noch ein paar Aromen mehr zu entlocken, wenn ich ein bisschen Wasser dazu gebe. Ich habe also auch mehr Möglichkeiten hier ein bisschen auszuprobieren und eine Entdeckungsreise zu machen beim 16-jährigen Laphroaig. Ja, Preis hatte ich schon genannt. Ich habe selber auch, ja, so 95 Euro habe ich bezahlt für die Flasche. Und für mich war es das wert. Ich bin einfach ein Fan auch von der Brennerei selbst. Ich bin ja sowieso ein bekennender Fan der Insel Eiler, ne, die Region, von der er stammt. Aber insbesondere auch Laphroaig ist einfach eine Brennerei, die mir sehr viel Freude bereitet. Und für mich stand außer Frage, als ich von dieser Flasche erfahren habe, von der Ankündigung an, war für mich klar, brauche ich eine von diesen Flaschen. Man sieht es schon so ein bisschen in der Kamera. Die Flasche ist
eigentlich ganz normal Laphroaig, wie man es kennt und auch, ich denke, zu schätzen weiß. Die Flasche selber ist grün und wir haben unten allerdings so ein, ja, was ist das, Kupfer bis Gold farbenen, wie so eine, wie sagt man das? Ja, so eine Linie von links nach rechts verlaufend. Wirklich schick gemacht. Die Jahreszahl natürlich sehr prominent in der Mitte prangernd. Und ja, auf der Flasche selber ist auch kein Hinweis darüber, ob der jetzt gefärbt oder kühl gefiltert ist. Also was das angeht, sehr erfreulich. Ich habe nach Recherchen dann herausgefunden, der ist wirklich nicht kühl gefiltert und auch nicht gefärbt. Ja, 48 Volumenprozent, der steht unten rechts da nochmal auf der Flasche und das Datum. Die Verpackung, also die Dose, auch die ist genauso gestaltet. Wir haben das kupferfarbene und die 16 Jahre. Und ja, der Rest ist eigentlich so, wie man es bei Laphroaig kennt. Nur ja, dieses Kupferne, das geht einmal rundherum bei der Dose. Im Gegensatz zur Flasche, wo wir getrennte Label oder getrennte Etiketten haben. Ja, Flaschengröße 0,7, wie man es eigentlich auch gewohnt ist. Und auch der Form der Flasche entnimmt man, das ist eben die Standard-Liquor-Bottle, die wir kennen und schätzen. Zumindest gilt das für mich. Ja, zum Rauchgehalt habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Ich gehe davon aus, dass er etwas weniger Rauch haben wird als der 10-Jährige als Beispiel. Aber ich bin mir sicher, man wird den Charakter der Brennerei hier zweifelsfrei wiedererkennen, da sie sicherlich beim Darren des Malzes genauso vorgehen, wie man es gewohnt ist. Ein Teil der Gerste wird ja von Laphroaig selber verarbeitet und einen Teil kaufen sie sich hinzu. Und das macht auch so ein bisschen die Besonderheit, die Charakteristik dann vom Rauchgehalt und dem Aroma allgemein aus, was man natürlich dann im Geschmack letztendlich auch wiederfindet. Ja, so viel sei zunächst gesagt. Ich glaube, sonst habe ich nichts weiter vergessen. Wenn ihr mehr erfahren wollt zur Brennerei, empfehle ich euch natürlich die Webseite der Brennerei oder etwas mehr Informationen habe ich im Video zum 10-jährigen Laphroaig, den ich vorgestellt habe, mitgegeben. Also zu den Abfüllungen und vielleicht noch ein paar weitere Dinge. Von daher schaut da auch gerne in das Video rein. Das soll es zunächst an der Stelle gewesen sein und wir sehen uns gleich wieder zur Vermessung des Kartons und Alkoholstärke. Bis gleich. Ja, kommen wir zur Vermessung der Verpackung. Die Verpackung vom Laphroaig 16 ist exakt die gleiche wie beim 10-Jährigen. Wie konnte man es auch anders erwarten? Wir haben es hier eben mit einer Breite von 8,2 cm zu tun und einer Höhe von 30,8 cm. Ja, zum Alkoholgehalt. Der Alkoholgehalt ist, nachdem ich mir ja ein neues Areometer besorgt habe, endlich mal also das Areometer ist ja geeicht, von daher, oder zumindest anders geeicht, als ich es vorher gewohnt war. Und hier entpuppt sich letztendlich, dass wir es auch mit 48% zu tun haben. Warum sollte sich hier auch die Brennerei selbst ins Knie schießen? Und ich weiß nicht, ob ich das so darstellen kann.
Das kommt auf jeden Fall hin mit den 48%. Und ja, auch das hatte ich schon mal erwähnt in einem der vorangegangenen Videos, dass wenn die Brennerei sich entscheidet, mehr Alkoholvolumen in die Flasche zu bringen, dass dann auch sie mehr Steuern zahlen dafür. Und das ist natürlich dann irgendwie, wenn ich weniger in der Flasche vorfinde, als die Angabe sagt von der Brennerei, ja, dann tun die sich natürlich keinen Gefallen damit, weil sie dann unnötig viel Steuern bezahlt haben. Und hier haben wir es eben mit 48 Volumenprozenten zu tun. Ja, das soll es an der Stelle dazu gewesen sein. Wir sehen uns gleich wieder zur Verkostung. Bis gleich. Willkommen zurück. Ja, dann wollen wir sogleich starten und den kostbaren 16-Jährigen ins Glas füllen. Ich habe bisher zweimal probiert, seit ich die Flasche habe. Es ist also noch nicht allzu viel raus. Und ich muss aber jetzt schon sagen, dass er mir sehr viel Freude bereitet. Und ich bin es auf jeden Fall, also ich bereue es definitiv nicht, mir den angeschafft zu haben. Aber man muss auch natürlich soweit ehrlich sein, der Charakter, den findet man selbstverständlich auch schon beim 10-Jährigen. Von daher, ja, ist er definitiv was für Fans, aber für Anfänger natürlich erstmal die vorangegangenen, die solltet ihr erstmal probieren dann. Wie Select, es gibt ja diverse, Triple Wood, Four Oak, den 10-Jährigen, den Quarter Cask, den ich auch hier oben stehen habe. Ja, also es gibt schon genügend Gelegenheiten, um Lefroy und seine Charakteristika kennenzulernen. Ja, genau, so viel dazu. Wie gesagt, er ist nicht kühl gefiltert und auch nicht gefärbt. Sprich, ich werde euch die Farbe einmal kurz zeigen und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, das ist. Das haben sie natürlich gemacht, dieses Band, was da horizontal verläuft, um dann auch die Farbe im Glas letztendlich zu zeigen. Ich halte mal das Glas rein. Und ihr seht schon, die Farbe ist wirklich schön. Und hier lohnt sich eben auch ein Blick auf die Farbe, dadurch, dass er der erfreulicherweise nicht gefärbt ist. Gehört für mich auch zum Service dieses Preises hinzu. Ich erkaufe mir also auch das für mich eigentlich zwingend erforderliche Thema nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert dazu und eben auch eine ordentliche Alkoholstärke. Das darf man immer nicht vergessen dabei. Beim 10-Jährigen hat man eben nur die 40% und da bleibt einem nichts anderes übrig. Also man könnte ihn theoretisch verdünnen, aber ja, das ist einfach nicht. Ja, 40 ist wie gesagt der Einstieg und da würde ich nichts weiter runter verdünnen. Mal davon abgesehen, dass man auch sehr gut so trinken kann. Aber genug dazu. Dann will ich ihn mal riechen. Als erstes kommt mir direkt etwas sehr stark Holziges entgegen. Aber ich meine, er ist eben 6 Jahre länger gereift als der 10-Jährige, dass da mehr Fassanteil ist und das ist auch klar. Überraschend frisch für sein Alter. Das würde man, glaube ich, im ersten Moment nicht vermuten. Aber er hat definitiv ein schönes rauchiges Aroma noch. Und das ist gepaart mit einem maritimen Charakter.
ausgesucht. Da hatte ich ja schon mehrfach auf den Big Pete hingewiesen, der auch so eine schöne maritimen Noten hat. Oder klassisch der Talisker. Egal ob jetzt Talisker Sky, Talisker 10 Jahre, Storm oder. Und dann kommt da eine fruchtige Komponente dazu. Aber nicht zitronig, sondern das ist so. Ja, so wie Mango, so ein bisschen süßlich auch. Ja, tatsächlich. Also wirklich eine schöne Kombination und auch nicht zu so aufdringlich. Alkoholschärfe, ich hatte bei einem Blog, den ich zum Lafroig 16 Jahre gelesen habe, als negativen Punkt so eine alkoholische Schärfe, die da teilweise hervorkam. Die habe ich nicht. Also ich habe sogar im Hintergrund jetzt noch so Karamellnoten. Wirklich schön. Also ich merke keine alkoholische Schärfe trotz der 48%. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr erfreulich. Oh, schön. Das ging jetzt sogar. Das ist noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so geröstetes Karamell. Also wirklich. Ja, da zieht es mir durch den Körper durch, wenn ich sowas rieche. Das ist echt schön. Ja. Also allein die Aromenvielfalt und die Komplexität sind es schon wert, den mal probiert zu haben. Ja, also ist auch keine junge und unreife Mango, sondern wirklich eine reifere Mango, was man an der Süße einfach so wunderbar merkt. Hätte ich vorher einfach nicht gedacht, dass ich bei Lafroig mal so eine fruchtigen Noten auch spüre. Das habe ich beim 10-Jährigen nicht. Also ich habe da schon Süße und auch Karamell, was ich da dann teilweise bekomme im Aroma, aber so fruchtig, nee. Ja, wirklich schön. Ja, dann will ich mal probieren. Ich kann es auch nicht länger abwarten. Von daher, Slantje. Das Erste, was ich gerade im Mund beim Umspülen im Geschmack hatte, war auch so sehr, sehr süß. Und definitiv. Der Rauch im Aroma lange nicht so stark, wie er jetzt im Mundraum sich bemerkbar macht. Was ich aber auch nicht schlecht finde. Also, ich finde, das gehört einfach bei einem rauchigen Whisky noch dazu, dass er sich wenigstens im Mundraum breit macht. Und das ist hier definitiv der Fall. Also, der Mund ist schön ausgekleidet mit Rauchschwaden. Aber nicht extrem. Abgang auf jeden Fall langanhaltend. Er setzt sich wirklich fest, gerade im Gaumenbereich. Da kommen jetzt auch so eine. Ja, Holznoten zum Vorschein, also die Eiche macht sich bemerkbar. Was ich nur nicht jetzt gedacht habe, ich denke, das habe ich jetzt gleich beim zweiten Mal probieren auf jeden Fall. Schärfe. Also ich habe keine besonders starke Schärfe im Mund gehabt. Das habe ich auch anders erwartet. Ah, schön, ja. Also jetzt habe ich auch im Geruch
noch mehr die Süße. Und jetzt habe ich auch richtig Eiche in der Nase. Die Frucht zieht sich langsam zurück. Und macht eben Platz für die Eichennoten. Also das habe ich mir schon gedacht, dass je länger ich ihn im Mundraum behalte, umso mehr macht sich so eine Schärfe breit und das ist jetzt auch der Fall. Also da hat man definitiv eine pfeffrige oder sogar schon Chili-Schärfe. Aber lässt sich gut aushalten, also ist noch immer angenehm. Und ja, sehr dominanter Rauch. Da bin ich mal gespannt, wenn ich irgendwann mal einen über 20-Jährigen in die Finger bekomme, wie viel da noch vom Rauch über ist. Gebt mir da gerne, wenn ihr schon in den Genuss gekommen seid, eines, ja, vielleicht den 18-Jährigen, den hatte ich auch noch nicht, oder darüber hinaus noch älteren Laphroaigs. Und ihr habt da schon Erfahrung gesammelt. Gebt mir das gerne mal in den Kommentaren wieder, was da so an Rauch eigentlich noch überbleibt. Also der 10-Jährige hat ja immer so irgendwas zwischen 40 und 55 ppm, glaube ich. Ja, und im Laufe der Reifezeit geht davon ja immer mehr verloren in der Fassreifung. Von daher bin ich da, ja, gespannt, was da noch so überbleibt. Dafür kommen ja dann das Fass wird ja immer dominanter dann irgendwann. Ja, Karamell, schön, was jetzt so im Glas überbleibt neben der Eichennoten. Aber die Mango hat sich verzogen. Also vorhin war er beim ersten Mal noch sehr süß, gerade zu Beginn. Ja, das tritt jetzt auch mehr in den Hintergrund. Also jetzt habe ich wirklich mehr Rauch, maritimer Charakter und das Fass, was ich hier ganz deutlich jetzt auf jeden Fall im Mundraum habe. Auch schön, also der lässt sich wirklich gut genießen. Es ist nichts, was irgendwie zu dominant, zu krass auftritt. Und ja, wie gesagt, alkoholische Schärfe für mich Fehlanzeige. Maximal das, was ich dann auf der Zunge an Schärfe habe. Aber ob das wirklich der Alkohol ist oder das Fass, ich würde eher zum Fass tendieren. Weil er sich eben im Geruch auch nicht so krass bemerkbar macht. Mit dem Alkohol. Also wirklich ein empfehlenswerter Tropfen. Wer die
knapp 100 € bereit ist auszugeben, tut es, kauft euch den. Wenn wir da zu anderen Brennereien auf Eiler schauen, der Lagavulin zum Beispiel, der ist ja auch 16 Jahre alt, da, der ist natürlich deutlich günstiger. Den bekommt man dann ja schon ab so 45 € bis 60 €. Der hat wirklich eine sehr hohe Spannbreite, was den Preis angeht. Artback würde wahrscheinlich unverschämt mehr noch drauflegen, wenn ich da einen 16-Jährigen kaufe. Ich habe ja den 19-Jährigen zu Hause, den ich auch noch nicht aufgemacht habe. Das soll dann irgendwann auch noch folgen demnächst. Der 19-Jährige, der hat ja so 250 € gekostet. Also da merkt man schon, was das für ein Unterschied auch ist dann. Ich habe jetzt leider nicht vor Augen, was der 18-Jährige Laphroaig kostet. Den es, glaube ich, in der Range auch nicht mehr gibt. Ja, entschuldigt bitte. Ich habe, wie man wahrscheinlich auch in der Optik jetzt schon sehen kann, ich habe eine neue Kamera und die hat offensichtlich gerade ihr Maximum der Aufnahmezeit erreicht. Da muss ich mir die Einstellung nochmal anschauen, ob ich das nochmal verbessern kann. Ja, nichtsdestotrotz, wir waren gerade stehen geblieben beim Fazit, bei dem ich jetzt auch angekommen bin. Ich habe mir selbstverständlich einen Gedanken gemacht über Pro und Contra. Contra, das fällt heute wirklich sehr knapp aus. Bei den Pro-Punkten, da habe ich mir drei relativ offensichtliche, wenn man meine vergangenen Videos gesehen hat, dann wisst ihr, was ich da auf jeden Fall mit aufführen werde. Punkt 1 für mich, das Alter und die Tatsache, dass wir hier eine Reifung in First-Fill-Fässern haben, sorgt eben dafür, dass er wunderbar komplexe Aromen hat. Und die Tatsache, dass er eben auch eine vernünftige Alkoholstärke hat von 48 Volumenprozent, macht es mir natürlich möglich, durch das Hinzufügen von Wasser noch komplexere Aromen zu entdecken. Und das ist einfach eine schöne Sache und deswegen für mich auf jeden Fall der erste Pluspunkt, pro Punkt. Punkt 2 habe ich gerade schon erwähnt, die Alkoholstärke. Ich habe einfach die Möglichkeit, bei 48 Volumenprozenten ihn noch zu verdünnen, um noch mehr herauszuziehen im Geschmack und auch im Aroma. Aber 48%, das ist auch eine Alkoholstärke, die es in meinen Augen ermöglicht, ihn wunderbar auch pur zu genießen, ohne da irgendwas hinzuzufügen. Und deswegen ist das für mich auch eine sehr attraktive Alkoholstärke. 46, sagt man ja, ist so das Optimum. Bei 48 sind wir knapp drüber und das bietet uns eben noch mehr Spielraum und zusätzlich einfach immer noch die Möglichkeit, ihn pur zu genießen, was ich ja jetzt auch getan habe. Deswegen für mich auch ein Pro-Punkt. Und der dritte und letzte Pluspunkt für mich, die Tatsache, dass er einfach nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert ist. Der 10-Jährige ist es, der ist gefärbt. Und ich glaube, der hat sogar noch eine etwas sattere Farbe. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass er zusätzlich mit Zuckercouleur zugesetzt wurde. Und dadurch ist das einfach auch nicht vergleichbar mit dem 16-Jährigen. Aber es ist schön, dass wir hier einen wirklich ungefärbten und auch nicht kühlgefilterten Whisky haben. Ja, so wie ihn die Brennerei schuf. Ja, zu den Kontrapunkten. Hier habe ich wirklich diesmal nur einen und das ist der Preis. Ja, ich habe zwar gesagt, für Fans ist das sicherlich ein Muss. Und auch für mich stand das außer Frage, dass ich den haben muss. Und die 95 € haben mich nicht abgeschreckt. Aber es ist natürlich ein knackiger Preis, dem mal unbenommen. Wenn wir uns in Schottland so umschauen und außerhalb der Inselregion Islay, wobei wir Islay gar nicht verlassen müssen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt mit dem Lagavulin, 16 Jahre.
der deutlich günstiger ist, der die Hälfte kostet, wenn wir ein vernünftiges Angebot finden. Da muss man einfach sagen, das ist wirklich zu teuer. Und der, ich sag mal, der normale Whisky-Enthusiast, der jetzt nicht auf Eiler versteift ist, der aber gerne mal was Rauchiges trinkt, der wird vielleicht nicht zu dieser Flasche greifen. Es gibt einfach viele gute Brennereien und auch deren Whiskys, allein schon auf der Insel Eiler, wenn ich auf rauchige Whiskys stehe, wo ich eine gute Qualität und eine sehr gute Qualität auch zu deutlich günstigeren Preisen bekomme. Und da ist der 16-jährige Lagavulin sicherlich das prominenteste Beispiel, weil er eben genauso alt ist. Genau. Das soll es soweit zu den Pro- und Kontrapunkten gewesen sein. Ansonsten ist er bei Whiskey Base natürlich auch vertreten. Hier habe ich 103 Bewertungen gefunden zu dieser Flasche, die wirklich 2020 abgefüllt wurde. Und hier kann man bei Whiskey Base auch nach Barcodes zum Beispiel suchen. Ich habe diesen Barcode gesucht und da haben 103 Leute ihren Senf dazugegeben. Und er hat 88,9 von 100 Punkten bekommen, also wirklich gut bewertet. Ich habe ihm 90 Punkte gegeben. Ich finde ihn toll. Er ist definitiv ein Whisky, den ich genießen werde, den ich nicht allzu häufig trinken werde, weil ich eben auch noch keinen älteren Laphroaig habe und auch noch nie hatte. Und ja, deswegen steht für mich fest, den werde ich ab und zu mal genießen, wenn mir danach ist. Und euch kann ich auch nur empfehlen, probiert ihn, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist ein schöner Tropfen, der ist wirklich rundum gelungen und es gibt wenig, wenig zu beanstanden, wie ich ja jetzt bei den Negativpunkten mich nur auf den Preis, habe ich mich ja nur versteift und da habe ich auch wirklich nicht viel zu meckern. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber wenn ihr ihn selber schon probiert habt, den 16-Jährigen, dann gebt mir gerne in den Kommentaren wieder, was ihr von dem Whisky haltet. Gebt mir einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.